Und ohne Umschweife weiter hier bei Bioshock Remastered. Den Doktor besiegt. Vermutlich in den nächsten Kampf. Hab da so ein ganz schlechtes Gefühl. Und hätten wir noch unseren schönen Elektroplasmid, wäre das ja auch einfacher gewesen. Oh, du bist Unicorn. Ah, okay. Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst dem deiner Nähe Schaden zu. Kann man machen. Hatte ich dir nicht den Rollstuhl weggezogen? Na, egal. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Hört sich an, als ob da wieder ein Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Diese schöne Zigarette, die wir im Flugzeug geraucht haben. Ja, ja. Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier! Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir, ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Ja, gut oder böse, gut oder böse. Ich. Ausbeuten oder retten. Erhältst du das maximale Adam, das für Plasmide ausgeben kannst. Und weniger Adam. Weniger Adam, dafür halt eben dann irgendwann eine andere Belohnung bekommen. Oder ganz viel Adam und keine Belohnung. Das Ding ist, ja, die Munition ist immer knapp, aber ich glaube, retten. Wir retten sie. Nein, nein, nein. Doch, doch. Danke. Danke. Bitte. Gesund schaust du noch immer nicht aus. Zeit für die Eier, dieser Engel. Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Ja, ach komm. Also, wenn du wieder mal auf so einen Gatherer's Garden Automat stößt, dann nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Wenn ich halt mehr als zwei Plätze für Plasmide hätte, dann wäre es ja auch vielleicht alles interessant. So, dann halt nicht. Achso. Okay. Kann ich dich auch hacken? Nein. Nichts. Um,
Ja, ist halt toll, aber ich habe halt nur zwei Plätze. Das bringt mir also überhaupt gar nichts. Ach, das ist das Eve. Das Adam. Am ehesten eine Gesundheit oder Eve Upgrade. Lieber, glaube ich, aber Gesundheit. Und damit haben wir auch kein Adam mehr. Aber okay, an den Automaten können wir das Adam ausgeben. Kommentar des Rätsel. Ausführliche Diskussion. Ja, dann wollen wir das nicht jetzt, sondern wenn, dann irgendwann anders. Das würde jetzt, glaube ich, also es würde mich interessieren, aber würde jetzt den Spielfluss dann wohl doch erst stören. Ich war mir trotzdem sicher, dass wir hier gegen einen Big Daddy kämpfen müssen. Fühle mich trotzdem noch nicht sehr sicher. Ja, und dass du da hinten bist, weiß ich auch noch. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem Daddy aufzunehmen. Ich sag's doch. Aber nur so kommst du an die Little Sisters an und an das Adam, das sie bei sich tragen. Ja, ist noch eine Little Sister. Das hab ich wohl gesehen. Jetzt musst du zuerst einmal ihren Big Daddy sich, ja, will erledigen. Einfach lesen. Eigentlich nicht so das Problem, aber. Hallo. Oh Gott! Was? Nein! Lass mich in Ruhe! Ich will dich doch nur töten! Was? Oh, hi! Ist ja gut! Au, naja, nein, nicht gut. Oh Gott, das war knapp. Antipersonen, ne. Und ionisch. Komm. Oh. Ja. Und dich retten wir wieder. Nein. Doch, nein. Doch, doch. Danke, Mister. Bitte. Danke. Jo, gern. Puh. Die können wir anscheinend nicht nehmen. Nee. Aber wir haben doch trotzdem gut Adam erhalten, also. Mein Gott. Können wir uns halt ein paar Upgrades weniger holen. Ich denke, das werden wir schon überleben. Und haben unseren ersten Big Daddy erledigt. Haben zwar auch massig an Munition verschwendet. Aber nur gut. Hier erstmal wieder alles nachladen. Antipersonen. Ich frage mich, was dann die normale Munition sein soll. Na gut. Wenn ich das gerade so sehe, können wir auch nochmal reingehen. Noch mal einen optionalen Bereich. Würde ich jetzt mal behaupten. Leiche? Welche Leiche? Das ist auf jeden Fall schon wieder ein Geschütz oder eine Kamera. Das Blut! Ich finde die Musik toll, die hier über den Hintergrund spielt. Fällt mir sehr. War's das dann wohl? Na gut. Nee, das wollte ich gar nicht. Komm. Schrotmuni. Money. Was ist hier noch?
0451. Ob wir das jetzt noch brauchen gleich hier? Ja. 0451. Ne? Hm. Autohacker. Geh. Komm. Wenn wir das Maximum schon wieder hatten. Und noch mehr Ammonie. Gut. Und hier schießt doch bestimmt auch gleich wieder irgendwo irgendwas auf uns. Alles nicht so lecker auf jeden Fall. Hier wäre bestimmt wieder gut, wenn wir noch das Stromplasmid hätten. Ja, das ist doch der. Man sieht doch schon den Schatten. Mhm. Wo denn? Komm. Hab keine Angst vor dir. Ja, ein bisschen vielleicht. Wo ist er hin? Das ist schon wieder ein neues Plasmid. Können besser hacken. Ah, okay, das ist nochmal wie ein extra Ding. Sehr cool. Von dem hat man schwierig mit Wort. Na gut, soll die Tatsache nicht stören. Also, der kommt doch hier trotzdem jetzt hier wieder. Da ist doch eindeutig jemand dran rum. Die Doktor irgendwie. Wo bist du? Da bist du! Hi. So, Bioshock Infinite hat auf jeden Fall nicht so viele Horrorelemente. Sonst könnte ich mich daran nicht erinnern. Hi. Ich bin tot. Ich denke nicht. Da ist noch ein Big Daddy. Warte mal kurz. Level des Sisters in diesem Level. Ah, warum ist da noch ein Big Daddy? Eigentlich mache ich das jetzt gerade immer zwischen den Aufnahmen. Aber ich denke, an dem versuchen wir uns jetzt auch nochmal. Das soll schon schief gehen. Außer, dass wir ganz, ganz, ganz böse aus Maul bekommen könnten. Wie schnell ist der denn überhaupt? Bringt uns das nicht mal viel außer so ein paar Dollar. Und dass wir... Ja toll. Ein paar Zigaretten haben. Keine Bandage mehr. Naja, eine halt nur noch. Und Munition haben wir damit auch wieder gut verballert. Puh, na gut. Na, damit haben wir diesen Bereich dann... Hoffentlich. Bist du wieder am Notzugang? Melde dich, sobald du ihn erreichst. Ryan hat dich bemerkt und wird dich im Auge behalten. Du wirst ihn nicht kommen hören. Er ist da, bevor du es weißt. Das ist schön, danke. Hm. Ja, komm, werf. Nee?
Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans... Im Zirkus der Werte. Das soll reichen. Auf keinen Fall, Jim. Es ist zu gefährlich. Atlas Bandit. Augenblick mal, ja? Denk an die Worte von Andrew Ryan. Hi. Los. Oh, jetzt wirft mir doch die blöde... Feigling. Los. Ich bin dran. Tada! Da bleiben auch nie welche in den Kisten über. Seltsam. So. Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Port Neptune. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Einer schon vollgelaufenen Kugel. Naja, gut. Okay, wir können anscheinend irgendwann zwischen den 10 Herren und Herreise sogar weiter nach Neptunes Bounty. Puh. Da passiert doch echt einiges. Viel weiter hab ich dazu meiner Meinung auch nicht gespielt. Müsste jetzt so langsam der Punkt kommen, wo das Spiel, also davon ab, dass ich mir jetzt auch schon an einiges nicht mehr erinnern konnte, nur hier und da, dürfte das jetzt bald ein komplett neuer Abschnitt für mich werden. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen zu hassen. Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Warum ist er überhaupt noch der Meinung, dass seine Familie lebt? Und warum hat er so lange gewartet, bis hier ein Flugzeug abstürzt und ein Irrer wie ich sich hier durchballert? Naja. So ganz trauen tue ich dem guten Mann halt auch nicht. War das auch ein Big Daddy? Wenn ja, dann sieht er ganz anders aus als die, die hier sonst herumlaufen. Austausch. Naja, ich kann hier leider nichts mehr austauschen. Nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Und ja, dich könnte ich natürlich hacken. Das ist aber nichts, was mich gerade interessieren würde. Und zurück kommen wir dahin wohl auch nicht. Außer man könnte hier den machen. Könnte man sogar. Naja, gut. Okay. Trotzdem, hacken könnten wir den, wenn wir ihn brauchen. Später immer noch. Und schon wieder verrät uns ein Schatten etwas. Vertrauenswürdig. Was krabbelt da in meinem Garten? Ich. Nur ich. Gehen wir im Flug. Oh, danke. Danke für den netten Empfang. Sehr freundlich. Ach, die Teile könnten wir sogar auch hacken. Okay.
Und schon wieder. Ah. Ja, na gut, ne? Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deine Nächsten. Tatsache, ist das auch eine Big Daddy-Rüstung. Verdammt. Das war so nicht geplant. Ja, bitte lass mich raus. Das probieren wir einfach nochmal. Ah, wobei die Munition, die wir hier verlieren, ist an Tatsache weg. Dann nochmal schnell speichern. Und dann drauf da. Hallo, Mr. Daddy. Jetzt schießt er mich wie tot. Scheint den Schaden auch zu behalten. Du fetter Walfisch, gib sie raus! Was? Oh, hey, danke dafür. Hui. Das habe ich gehört. Was? Ja, jetzt nicht zu nah rankommen. Mich erstmal retten. Nein. Doch, nein. Doch, 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 doch. Schickt und einen Teddybären, den du bei einem Gethras Garden findest. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall den Kampf doch noch gewonnen. Ja. Soll auch erstmal wieder für die Folge reichen. Ich mache jetzt hier sogar eine Aufnahmepause. Ich hoffe, wenn ich dann den Speicher bleibt auch der Kampf mit dem Big Daddy hier erhalten. Ja, sonst echt ganz schön scheiße. Was war denn hier noch? MG-Patron. Ja, was war jetzt hier natürlich? Oh! Toll. Das konnte ich doch nicht ahnen. Wir gehen noch zum Automaten schnell zurück, bevor ich mich jetzt hier abmelde. Ah, da schießt auch noch was. Schnell. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Schnell wieder zurück, um an den Automaten zu gehen.
Hacken wir die noch. Jupp. Ja, wie gesagt, dann hoffe ich, dass wenn wir da dann jetzt speichern, der Fortschritt auch erhalten bleibt. Wir nicht den Kampf und alles wieder machen müssen. Auch wenn wir jetzt massig Munition verloren haben, könnte ich da dann noch drauf verzichten. Sonst machen wir es halt nochmal, aber wäre schon schöner. So. Läuft doch. Oh, ganz viele. Ja, voll klatschen. So. Dann, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Mit Fiebern, mit Erschrecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.